Wenn du deinen Beitrag Gender, Partizipation und die gesamte Konferenz anguckst, wie geht es dir jetzt? Gut, also ich habe den Eindruck, dass der Beitrag gut angekommen ist, so dass es viel Interesse gab. Ich werde immer wieder angesprochen, auch nochmal, dass die Leute das verknüpfen mit anderen Themen. Ja. Wenn du überlegen solltest, was du dieser Gruppe empfehlen kannst zu dem Thema, fällt dir da was ein? Ja, ich glaube, interessant wäre es, mehr so die eigene Arbeit anzugucken, die eigenen Strukturen im Betriebsrat, wie arbeiten wir eigentlich untereinander zusammen, wie ist unsere Kommunikationskultur, wie binden wir auch Menschen ein, die vielleicht sich nicht so rege beteiligen, wie binden wir Menschen ein, die vielleicht in Teilzeit arbeiten und an bestimmten Dingen nicht so leicht teilnehmen können. Also bemühen wir uns darum, die auch einzubeziehen, sowohl innerhalb des Betriebsrats als auch bei den Beschäftigten, wenn wir Beschäftigte beteiligen, oder sagen wir, ja, wir haben die gefragt, die wollen alle nicht, können wir auch nichts machen. So. Und daraus dann lernen für das, was man vom Arbeitgeber auch verlangt. Genau. Also okay. Ich würde empfehlen, auch viel mehr selber Ansätze, Konzepte entwickeln. Ich finde, Betriebsräte können eine ganze Menge gestalten, gerade in den Gesundheitsthemen, aber auch in den Gleichstellungsthemen ist auch so meine Erfahrung immer, dass die Betriebsräte häufig die Konzepte entwickeln müssen und dann die Durchsetzung auch, also das durchsetzen müssen, dass die Arbeitgeber nicht von selber auf die Ideen kommen, sondern dass die von den Betriebsräten kommen müssen. Okay, da wollen wir Ihnen viel Glück wünschen. Ja, genau.